Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Production Line hier auf meinem Kanal. Wir haben in der letzten Folge ja angefangen, hier eine kleine Autoproduktion aufzubauen. Und wir legen direkt los, bis wir machen weiter hier. Haben das Problem natürlich aktuell, dass wir hier nicht viel Gewinn machen pro Auto, $457 nur. Das ist nicht viel. Von daher müssen wir gucken, dass wir hier schneller vorankommen. Problem ist aktuell, dass hier nichts zu tun ist. Hier ist nichts zu tun, hier ist nichts zu tun und die zahlen trotzdem, beziehungsweise hier müssen wir trotzdem den Lohn dafür zahlen für die Mitarbeiter. Und das ist natürlich nicht gerade gut, wenn die Lohn kriegen und nichts zu tun haben. Das heißt, wir müssen hier mehr produzieren, viel mehr produzieren eigentlich. Und das wollen wir versuchen, indem wir hier eigentlich eine dritte brauchen. Wir gucken mal, wie weit die Forschung ist. 124 von 400 Punkten. Okay, das dauert leider noch. Da können wir leider nichts aufwerten. Nachricht von Leitung Geschäftsführer. Ja, ist in Ordnung. Ich klicke da nicht mehr drauf. Nein. Der sagt sowieso immer nur das Gleiche anscheinend. Gehen wir weg nach. Danke. Ja. Die kommt eigentlich hier mit dem Lackieren nicht mehr hinterher. 32 Minuten hier die Produktion. Das Lackieren dauert 34 Minuten. Die kommt nicht mehr hinterher mit dem Lackieren. Das dauert länger als eigentlich geplant. Das heißt, wir müssten eigentlich eine zweite Lackierung auch holen. Kostet 44.000. Okay, machen wir das mal. Ressourcenförderband. Holen wir auch noch ein zweites. Ein Förderband auch noch. Zack. Und dann geht es hier wieder rauf. Und damit sollten wir eigentlich hier besser, ein bisschen schneller lackieren können und eventuell auch mehr Gewinn machen. Das wäre relativ cool, wenn wir das schaffen würden. Hier stockt es ungemein. Aber okay. Das ist schon heftig. Heftig, wie geil das Game ist. So, haben wir Autos im Verkauf? Nein. Wir haben aber nur aktuell 285.000. Ja, weil die ganzen Fahrzeuge hier stehen im Prinzip und nicht vorankommen. Das ist das Problem. Das heißt, wenn wir hier ein Auto haben, dann geht das in Verkauf. Für 23.000. Ein neuer Kredit ist verfügbar, okay. Gucken mal. Ein Auto im Verkaufsraum. Ja, wurde verkauft. 300.000. Nice. So, aktuell machen wir minus 1.293. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schiete. Mist. Das ist nicht gut. Haben wir uns wieder verschlechtert. Das ist schlecht. Also, wir müssen gucken, dass wir da auf jeden Fall dranbleiben. Dass die hier eventuell schneller produzieren. Klar, da müssen wir nachgucken. Es geht aber nicht, wenn die Forschung, also hier sieht man die Forschungsbalken, auch den gelben. Das dauert also noch. Hier die Produktlinie, die hat jetzt auch genügend zu tun, also durchgehend zu tun. Hier, die sind am Warten, die sind am Warten und hier, die haben gerade zu tun. Okay. Wir müssen aber gucken, dass wir die Autos schneller produzieren. Das heißt, dass wir hier, ich glaube, wir müssen noch eine Forschungseinrichtung machen, ne? Forschungsbüro an 70.000. Erfolg. Kenntnisse in Effizienz. Gute Arbeit. Du hast die Auszeichnung für gute Kenntnisse in Effizienz erhalten. Dein Unternehmen ist gerüstet, um Großes zu erreichen. Lasst nicht zu, dass Ineffizienz wegen Fortschritten im Weg steht.
Voraussetzung heilte Einstein lang ein Niveau von mindestens 50% Nutzung für Produktionsslots aufrecht. Okay. Ja, Forschungsbüro, ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, ob das überhaupt sinnvoll wäre. Ich meine, wir können den schneller erforschen. Das heißt, wir können schnell zu einem Ergebnis kommen. Das sind aber auch Sachen, die uns wieder kosten und die uns kein Geld bringen. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir wollen dann lieber hier nochmal in Richtung Geld gehen. 24.600, da machen wir 207 Gewinn. Ist zumindest etwas. Ja, hier steht, wie gesagt, oder beziehungsweise hier liegt relativ viel Geld. Das ist das Problem. Kommen im Prinzip hier nicht voran. Kommt, wir werden eine zweite Forschungsabteilung machen. Ein zweites Forschungsbüro. Damit es einfach schneller geht. 228 von 400. Jetzt geht es gar nicht mehr voran, oder was? Okay, das geht voran. Gut. Wettbewerbsanalyse hat Scheinwerfer mit Kurvenlicht erforscht. Diese Technologie ist nun weniger selten. Okay, das ist natürlich schlecht. Im Pop-up unten rechts auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass einer deiner Konkurrenten etwas Neues erforscht hat. Wenn deine Konkurrenz auf neue Fahrzeugtechnologien stößt, so verlieren diese Anwert. Versuche nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Ja, das ist das Problem. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie an Forschung kommen. Das heißt, wir werden noch ein Forschungsbüro machen, dass wir hier mehr erforscht kriegen. Das ist relativ wichtig, denke ich mal. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir hier dran arbeiten, dass wir das hier verbessern, dass das schneller funktioniert. Klar, wir arbeiten dran. Limousine, okay, nice. 17.000 minus. Okay, ich glaube, da können wir nicht viel dran machen. Das heißt, wir werden versuchen, billiger zu werden. Fixkosten. Kosten der Komponenten, Fixkosten. 24.000 Investitionskosten, okay. Ja, ich denke mal, das ist die, ja, das ist die normale Nachricht wieder. Ich habe gesagt, ich klicke nicht mal drauf. Und was mache ich? Ich klicke doch noch drauf. Egal. Wir müssen wesentlich mehr Autos hier produzieren können. Das ist das Problem gerade, was wir haben. Aber ich warte darauf, dass wir hier mehr Roboter machen können. Das heißt, die Produktion sollte dann schneller vorangehen. Bin mal gespannt, wie schnell. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Wir werden ein bisschen schneller laufen lassen, damit sich das ein bisschen schneller erledigt. Brauchen wir nicht so viel abwarten. Wir machen auf jeden Fall Minus. Alarmanlage erforscht. Ja, die Konkurrenz ist Hammer. Die Konkurrenz ist echt Hammer. Mehr Roboter. Forschung abgeschlossen. Mehr Roboter 400. Nun, da diese Forschung abgeschlossen ist, müssen wir noch das Upgrade auf die einzelnen Slots anwenden, damit sie eingesetzt werden. Ja, das machen wir nicht. Da gehen wir auf die einzelnen. Wir können weiter forschen. Verbesserte Effizienz. Zubehörspezialisierung, Motorspezialisierung. 750 Punkte. Wir gucken, ob wir was relativ Einfaches haben. Chassis-Spezialisierung. Schaltet diesen Slot frei. Achsen montieren, Tank montieren, Fahrwerk montieren.
Die Voraussetzung hätten wir. Die Voraussetzung hätten wir auch. Das ist nice. Also wir müssen auf jeden Fall hier auf die Dings gehen. Jetzt erforschen. Okay, kommt. Punkte pro Minute 2,75. Okay. Ja, wir haben natürlich durch die Route gewinnt 2.767. Das ist gut. Wir verkaufen teilweise mehr Autos jetzt als vorher, denke ich mal, weil der Preis niedriger ist. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir aufwerten hier. Zusätzliche Roboter kaufen für 6.000. Das heißt, die Geschwindigkeit reduziert sich von 32 Minuten auf 29 Minuten. Das ist nice. Heißt, wir haben hier eine schnellere Produktion. Knapp 3 Minuten schneller. Ist nicht viel, aber wir können damit wesentlich besser produzieren. Auch hier könnten wir sagen, okay, die Aufwertung. Früher Bestandsverbrauch. Okay, das können wir also nicht verbessern. Okay. Ja, ist klar. Du. Ist jetzt auch immer das Gleiche. Also da können wir nichts machen. Da können wir aber was machen. Zusätzliche Roboter kaufen. Das heißt, auch das sollte schneller funktionieren. Das heißt, wir bräuchten eigentlich hier noch eine dritte Lackierkabine. Aber gut, hier haben wir jetzt statt 2 Roboter 4 Roboter, sondern statt 1 Roboter 2 oder wie man es sehen will. Das ist schon mal relativ nice. Das heißt, das funktioniert auch wesentlich schneller als vorher. Und wir haben wahrscheinlich bald das Problem, dass die Teillieferung nicht hinterherkommt. Das könnte gut sein. Das heißt, wir müssen eine zweite Teillieferung hier reinbauen, dass das auf jeden Fall funktioniert. So, wir gucken jetzt mal aufs Geld. Pro Fahrzeug 2723 Gewinn, das ist nice. Neuer Kredit ist verfügbar, interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich will ohne Kredit auskommen irgendwie, aber gut. Wie lange dauert die Erforschung noch? Die dauert noch 43%. Oha. Okay. Hier hängt die Produktion, das heißt, da müssten wir verbessern. Wir werden hier nochmal aufwerten. Zusätzliche Roboter. Das heißt, auch die Produktion geht schneller. Das ist schon mal fantastisch. Lackierung können wir nicht beschleunigen, so wie es aussieht. Das heißt, wir müssten eigentlich noch eine dritte Lackierung bauen, beziehungsweise hier eine zweite Motormontage. Wenn du jetzt nichts anderes erzählt, nee, erzählt nichts anderes, Alter. Ich klicke da nicht mehr drauf jetzt. Nein, ich klicke da nicht mehr drauf. Mann! Gut. Eine zweite Motormontage bräuchten wir. Wie viel kostet die? 95.000. Okay, wir machen auf jeden Fall aktuell gut Geld. Das wäre dann schon mal praktisch. Klar, die kommt nicht mehr hinterher, die Produktion. Das heißt, hier müssen wir eine zweite Produktion bauen, eine Motorproduktion. Damit sich das verbessert hier. Damit mehr Autos hier in Verkauf kommen. Weil wenn die nicht hinterherkommt, das wäre ein bisschen doof. So, ja, wie machen wir das am besten? Die kommen nicht mehr hinterher. Hier wird aber noch weiter erforscht. Zubehör Spezialisierung, das ist die hier.
Schaltet diesen Slot frei. Scheinwerfer montieren, Hupe montieren, Sitz montieren und sowas. Armaturenspezialisierung. Dienelemente montieren. Elektronikhupen, Scheinwerferproduktion. Da haben wir natürlich eine ganze Menge möglich. Designerforschung. Der Designtechnologiebaum funktioniert anders als die anderen. Die Designpunkte werden durch Design-Studio-Einrichtungen generiert, die du erst in einer Fabrik platzieren kannst, wenn du die Karosserie-Design erforscht hast. Okay, das heißt, wir haben hier mehrere Designs. Kleiner Wellenreifen mit 5 Radschrauben, weiße Ledersitze. Okay. Benötigte Zubehörspezialisierung. Okay. Schmetterlingstüren. Okay. Scherentüren. Limousine. Okay. Technologien. Ja. Was sind die Technologien? Okay. Fahrerassistent, Sicherheitsmerkmale, Umweltmerkmale, Komfortmerkmale, Sonnendach und alles. Alter Schwede, Fensterheber, elektrische Sitze, Entertainment. Alter, was ist hier alles drin? Wahnsinn. Da haben wir eine ganze Menge, was wir machen können. Sicherheitsmerkmale, Antiblockiersystem, Bremsassistent, Luftfederung. Alter Schwede. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr in die Forschung investieren, dass wir da schneller vorankommen. Und neue Autos bauen können. Fahrzeugdetails, Ausstattung. Alter Schwede, ja. Gut. Cooles Game auf jeden Fall. Forschung abgeschlossen. Scheinwerfer montieren, Hupe montieren. Wähle das nächste Forschungspaket. Okay. Das nächste Forschungsprojekt. Sicherheitsmerkmale. Jetzt erforschen. Dann machen wir das. Dann müssen wir gucken. Zubehör montieren. Neu. Scheinwerfer montieren. Moment, wir haben Zubehör montieren doch da. Das ist Zubehör montieren, ne? Genau. Was ist das jetzt? Wir haben jetzt hier Scheinwerfer montieren. Scheinwerfer fertigen, okay. 16.000, 3 Minuten. Scheinwerfer montieren. Das sind einzelne Produktionsschritte anscheinend, die wir hier machen können. Hupe montieren, Sitze montieren, Windschutzscheibe. Klimaanlage montieren, Armaturenbrett montieren, okay. Das sind einzelne Produktionsschritte, die vielleicht preiswerter sind als das ganz andere, das Ganze. Das müssten wir mal gucken. Wir zahlen momentan 73.000 für die ganze Anlage. 710 minus 16.800 kostet das, okay. 16.800 minus, dann sind die teurer, ne? Dann sind die teurer. Insgesamt ist das aber vielleicht schneller. 14 Minuten ist auch nicht schneller, ne? Das heißt, welcher Sinn steckt dahinter? Hupe montieren erfordert keinen Mitarbeiter. Sitze montieren erfordert Mitarbeiter. Windschutzscheibe und Armaturenbrett 2. Okay, das heißt, was ist jetzt der Sinn dahinter, dass das einzeln ist? Habt ihr eine Idee dafür? Wenn ja, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Hier geht es gar nicht mehr voran, okay.
heißt, hier müssen wir eine zweite Produktionslinie machen. 4000 pro Auto Gewinn, das ist schick. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall hier investieren in die weitere Produktion. Dass das von vorangeht hier, weil hier ist gerade am Stocken hier bei Motormontage. Gut, dann werden wir das machen. Servolenken erforscht, ja, danke. Motor montieren. Wir haben eine zweite Produktion hier machen. Ressourcen Förderband. Und hier Förderband für die Autos. So, dann haben wir das auch nochmal erledigt. Das heißt, wenn wir hingehen und hier die Zubehörmontage, passt auf, Hupe montieren zum Beispiel, Scheinwerfer montieren, geht in der Reihenfolge. Dann das hier machen, die Produktion ist relativ klein. Wir probieren es einfach mal. Keine Verbindung zum Lager, okay, Ressourcenförderband, in Ordnung, machen wir. Förderband machen wir auch hier hin, zack und zack. Das heißt, wir gehen hin, Motormarketing können wir nichts bauen, okay, das, da haben wir zu wenig Geld für, das ist klar. Wenn wir hier abreißen, ne? Lassen wir das mal ab, Gegenstände löschen, ja, ist in Ordnung. Das heißt, das reißen wir ab. Wir werden hier das Förderband hinbauen. Okay, da werde ich aber keine Verbindung haben. Das heißt, das müsste weg. Dann Förderband von da nach da. Von da nach da. Das heißt, wir haben keine Verbindung da. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie das hier aussieht. 14 Minuten. Benötigt Scheinwerfer. Okay. Hier werden die Scheinwerfer montiert. Das heißt, Scheinwerfer montieren. Okay, der verbaut also trotzdem nochmal Scheinwerfer. Das heißt, das ist ja nicht unbedingt sinnvoll. Wir könnten hier aber aufwerten, das heißt, dass die einzelnen Schritte schneller vorangehen, aber wir könnten hier auch. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Hier Aufwertung, da können wir nur das machen. Wir könnten hier bei den einzelnen Stationen aber dann hingehen und hier automatischer früher LED-Scheinwerfer oder sowas. Diese Sachen könnten wir im Prinzip hier einbauen. Xenon-Scheinwerfer und alles. Das ist interessant, Leute. Das heißt, da rein müssten wir dann natürlich erforschen. Effizienz ist klar. Werden wir gucken, dass wir da natürlich weiter mit arbeiten. Das heißt, hier die Scheinwerfer könnten wir eigentlich rauslassen. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Kann man das hier sagen, dass die hier die, nein, ich lese die Nachricht nicht, dass man die Scheinwerfer hier eventuell rauslässt. Nee, das geht nicht, ne? Das geht nicht, ne? Sicherheitsmerkmale. Wähle das nächste Forschungsprojekt. Okay. Dann nehmen wir benötigt Räderspezialisierung.
was wir machen könnten? Wir könnten hier Fahrer-Airbag erforschen. Dann machen wir das doch mal. Leute. Hier haben wir jetzt das Problem, dass der nächste Schritt nicht gefunden werden kann. Das heißt, warum nicht? Warum kann der nächste Schritt nicht gefunden werden? Müssen wir hier das so machen? Nein. Hier, das funktioniert, aber das hier nicht. Warum nicht? Standard einfach ein einfaches Auto, okay. Wenn wir das Förderband hier wieder verbinden. Nein. Geht nicht, okay. Warum kann der nächste Slot hier nicht gefunden werden? Das ist jetzt die Frage, Leute. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben nur hier zwischengesetzt. Vorher hat es funktioniert. Und jetzt funktioniert es nicht. Okay, wir machen Minus. Das ist nicht gut. Das müssen wir auf Dauer hier rausnehmen, die Produktion. Und dann hier über die einzelnen Schritte machen. Frage ist nur, wieso der nächste Slot nicht gefunden werden kann hier. Das ist natürlich schlecht. Motor montieren. Warte auf den nächsten Slot, ja. Moment mal. Haben wir hier einen Fehler reingebaut? Förderband. Wir haben hier das eigentlich richtig gemacht. Aber warum kann der nächste Slot nicht gefunden werden, Leute? Ressourcenförderband. Ist alles auch verbunden? Teile werden auch angeliefert. Hier liegen ja welche. Aber irgendwie kann der nächste Slot nicht gefunden werden. Ich weiß nicht warum. Das heißt, die müssen auf jeden Fall schneller produzieren. Dass die hinterherkommen. Markierung. Wenn wir mal abreißen hier. Nächster Slot nicht gefunden, ist mir klar. Wir werden mal hier das Förderband abändern. Okay. Ah, okay. Das heißt, diese gehen direkt dahin. Und die hier gehen hier rüber. Okay. Muss man zwar nicht verstehen, aber okay. Okay, ja. Komisch zu verstehen, aber okay. Ist halt so. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir wieder mehr Autos hier produzieren. 3000 Gewinde pro Auto. Das ist schon mal in Ordnung. Es werden hier mehr Autos produziert. Ich will jetzt mal gucken, ob das Auto auch hier rüber geht oder hier lang fährt.
Alter, die erforschen ja ohne Ende. Die Konkurrenz. Das heißt, das ist nämlich gerade gut. Wie sieht es denn aus mit Produktionslast, Teile, Ausstattung? Okay. Geld. Nein, das interessiert mich auch nicht. Minus. Oh. Markt. Kohlen im Verkaufsraum pro Stunde. Gesamtmarktanteil, gefühlte Qualität 100%. Okay. Markenbewusstsein. Okay. Unsere Verkäufe. In Produktion 30. Alter Schwede, das ist eine ganze Menge. Ähnliches Modell erstellen. Keine Produktion geplant. Limousine Kopie. Stil. Name. Okay. Können wir da irgendwas mitmachen? Ne, können wir nicht, ne? Können wir das auch wieder löschen? Okay. Ja. Gut, das wird erforscht. Ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile dran. Alter Schwede, okay. Wir müssen aufhören, Leute. Die Folge dauert schon zu lange. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus und tschüss.